Am vergangenen Dienstag hat Apple unter anderem das neue iPhone 15, aber auch die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorgestellt. Auf dem Event aber auch einige Dinge eher am Rande verraten oder euch gar nicht verraten. Und daher möchte ich gerne in diesem Video auf einige Dinge eingehen, die Apple auf der Keynote nicht gesagt hat. Wenn dich übrigens Videos wie dieses rund um Apple interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Und wir schauen uns jetzt hier nach dem Intro einmal ein paar spannende Dinge an, die Apple auf der Keynote nicht verraten hat. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir auch direkt mit dem iPhone 15 Pro bzw. iPhone 15 Pro Max, denn dank des Titanrahmens sind diese Geräte leichter geworden, etwa 10% bzw. 20 Gramm leichter im Vergleich zum Vorgängermodell iPhone 14 Pro bzw. iPhone 15 Pro Max und damit sogar leichter als das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max und genauso schwer oder leicht wie das iPhone 12 Pro oder 12 Pro Max. Das neue iPhone 15 Pro und Pro Max wird mit dem Action-Button anstelle des Mute-Switch ausgestattet und damit dieser nicht aus Versehen gedrückt wird und eine Aktion ausführt, müsst ihr diesen etwas länger gedrückt halten. Die Lauter-Leiser-Tasten werden aber weiterhin nur einfach gedrückt, das heißt, da hat sich nichts geändert. Wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, dann bekommt ihr nun im Lieferumfang USB-C-Kabel und das etwas Besondere an diesen Kabeln ist, dass diese mit Stoff ummantelt sind, wie zum Beispiel bereits beim MacBook Air und dadurch hoffentlich länger durchhalten. Falls ihr euch überlegt, eine neue Apple Watch Series 9 oder Ultra 2 zu kaufen und ihr hattet mit vorherigen Apple Watches immer zu wenig Speicher, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn dieser wurde von 32 GB auf 64 GB erweitert. Was besonders praktisch ist, sollte man zum Beispiel Filmmusik, Hörbücher oder Podcasts auf der Apple Watch speichern. Die AirPods Pro der zweiten Generation, die Apple nun mit einem USB-C-Case ausgestattet hat, unterstützen Lossless Audio in Kombination mit Vision Pro, allerdings tatsächlich wirklich nur die neue Generation, die zweite Generation mit USB-C-Case, die bereits vorher verfügbare mit Lightning-Case nicht. Das iPhone 15 Pro Max ist das einzige iPhone, was mit einer Periscope-Kamera ausgestattet wird, wobei Apple diese nicht so nennt, sondern Tetraprisma und damit ist nun fünffach optischer Zoom möglich. Was Apple euch aber auf der Keynote nicht erzählt hat, ist, dass ihr nun 25-fach digital zoomen könnt. Eine weitere Kleinigkeit, die aber tatsächlich im Alltag sehr praktisch sein kann, ist, dass ihr in Zukunft über die SOS-Notruffunktion auch den Pannendienst rufen könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Wildnis seid, euer Auto funktioniert nicht mehr, dann habt ihr auch die Möglichkeit, den Pannendienst zu rufen. Die ProRes-Videoaufnahme ist mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zukünftig auch mit 4K 60 FPS möglich. Zuvor war beim iPhone 14 Pro lediglich 30 FPS möglich. Das heißt, hier habt ihr jetzt noch mehr Möglichkeiten. Für alle, die sich etwas mit Smart Home und HomeKit beschäftigen, ist der Sweat-Standard mit Sicherheit ein Begriff und das neue iPhone 15 hat diese Technologie jetzt bereits integriert. Vielleicht kennt ihr die beiden Produkte, das MagSafe Battery Pack und auch das MagSafe Duo, womit ihr gleichzeitig eine Apple Watch und ein iPhone oder AirPods laden konntet. Beides Produkte mit Lightning-Anschluss und Apple hat nun beide aus dem Sortiment genommen. Wenn ihr eure Lightning-Kabel, von denen ihr mit Sicherheit einige habt, weiterhin verwenden möchtet, bietet euch Apple einen USB-C auf Lightning-Adapter an. Für Apple natürlich typisch günstig für nur 35 Euro. Grundsätzlich ist das aber gar nicht so eine schlechte Idee. Auf Amazon findet ihr die aber bereits für 10 Euro. Das neue iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max unterstützt zwar USB-3-Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung, allerdings nicht mit dem mitgelieferten Kabel. Das heißt, dieses ist wahrscheinlich sehr langsam, mehr fürs Aufladen gedacht. Und wenn ihr schnell eure Daten, wie zum Beispiel Fotos oder Videos, übertragen möchtet auf einen Mac oder PC, dann müsst ihr ein extra Kabel bei Apple erwerben, das das Ganze unterstützt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind die Preise gesunken. Beim iPhone 15 Pro ist es zum Beispiel so, dass ihr 100 Euro weniger zahlt, bei der Apple Watch Ultra ebenfalls 100 Euro günstiger. Je nachdem, welche Ausführung und welches Produkt ihr kauft, kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Aber auf jeden Fall hat Apple die Preise wieder an den aktuellen Euro-Dollar-Kurs angepasst. Der war ja letztes Jahr tatsächlich ziemlich schlecht für den Euro und daher ist das Ganze jetzt für uns in Europa und in Deutschland wieder günstiger geworden, was natürlich tatsächlich sehr schön ist. Und zu guter Letzt gibt es neue Klingeltöne in iOS 17. Apple hat den Release Candidate veröffentlicht und nächste Woche Montag wird dann natürlich auch die finale Version für alle erscheinen und dann habt ihr die Möglichkeit, neue Klingeltöne auszuwählen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen mit einigen kleinen Dingen, die Apple entweder gar nicht erwähnt hat oder nur am Rande. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch mal euer Highlight aus der Keynote oder auch aus diesem Video, was Apple euch nicht verraten hat, mal unten in die Kommentare.
Vergesst jetzt nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos, aber auch Videos zu iOS 17, Tipps und Tricks etc. zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.